Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Wir zocken jetzt den Ryze again. Ryze als Support leider. Wie ihr schon wisst, Support ist nicht so meine super Rolle. Meine Favorite Role. Ryze, ja, ist, denke ich mal, mit der momentan in meinem Besitz der beste Support, denke ich. Boah, was hat die überlebt? Scheiße. Haha, so knapp. Nein. Und auch so beide Flaschen. Ja, egal. Also wie gesagt, ne, Ryze, Support. Support ist nicht so mein Ding. Weil ich halt irgendwie immer so ein bisschen... Oder ich habe halt gerne den Einfluss. Ich meine, momentan bin ich sowieso so schlecht, dass ich eh weder Einfluss noch irgendwas anderes habe. Nein, hat sich ja schon einiges verbessert. Und ja, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir uns so als Supporter machen. Ich habe Ryze gewählt, weil Ryze hat viel CC. Oh jo, stimmt, die Falle liegt ja da. Hat viel CC am Start. Ich kann den Decker gar nicht kaputt machen. Ich habe gedacht, da kann man rüberlaufen und dann ist er kaputt. Hat recht viel CC oder kann lange festhalten. On point. Boah, diese scheiß Falle da, ne? Geht mir übel auf den Sack. Und kann ziemlich schnell oder durch ein günstiges Itembild kann der doch schon recht zügig Schaden machen. Und auch die Gegner one-shotten. So, hätte ich jetzt gerade zum Beispiel mal erst die W geskillt, dann hätten wir wahrscheinlich die Cage schon kaputt gekriegt. Naja, jetzt geben wir erstmal dem Draven Zeit, um zu farmen. Ich schluck jetzt einfach mal einen Pott. Oh man. Den habe ich daneben gesammelt. Ah shit. Obwohl sie unterm Tower stand. Ah, ich habe noch nicht wirklich Schaden. Shit, oh shit. Na, fuck it, ey. Das könnte jetzt etwas verändern. Ja. Ich hier noch was hin jetzt. Ich meine, die haben jetzt beide gepottet wie Sau. So, ich gehe jetzt auch eben zurück shoppen. Ja, auf jeden Fall werde ich mir wohl die Träne nicht kaufen können. Denn wäre eher Quatsch. Denn die Träne steckt sich ja nur, ja gut, ein Teil von automatisch, aber ein Teil über die verwendeten Spells. Und das ist ja jetzt eher sinnlos. Deswegen gehen wir jetzt auf jeden Fall auf Start des Zeitalters als erstes. Und dann schauen wir mal. Morellos wird vielleicht eigentlich OP.
gar nicht mal. Ja, Morellos ist auch gar nicht mal so bad. Aber wir gehen erstmal auf den Stand des Zeitalters. Man spaziert nicht durch die Geschichte. Man rennt. So. Können wir jetzt hier machen? Kriegen wir jetzt mal hier endlich mal geschissen? Ja, und das ist jetzt halt so mein oder das Ding, warum ich Supporter nicht so mag. Das ist ziemlich langweilig. Ich kann die ganze Zeit nur rumlaufen und nichts machen. Immer nur hin und her laufen. Kann die Minions nicht anhitten. Beziehungsweise ich habe mir jetzt endlich mal das Relic Schild geholt. Jawohl. Oh, close. Ja gut, und dann andersrum ist natürlich geil, ne? Oh fuck. Ah, lass mich, Ringo. Fuck. Also einmal festhalten und es reicht, aber das war jetzt natürlich saudämlich von mir, dass ich dann direkt da in die blöde Scheißfalle reingelaufen bin. Oh Mann, ey. Das war natürlich saudämlich. Naja, gut, egal. So ist das manchmal, ne? Ich sehe gerade, die Gegner haben einen Klett im Team. Geil. So sehe ich den auch mal. Denn Klett war damals zu meiner Zeit, zu meiner Hauptzeit noch nicht draußen gewesen. Genauso wie Ivrin. Oder Ivrin, wie man ihn auch nennen will. Jawollo! Komm, push mal eben schnell aus hier. Ich arbeite alleine. Andere sind mir nur im Weg. Mana mehr. So, back. Shoppen. Mana tanken. Und dann wieder Attacke machen. Ah. Aber Rengo stirbt noch. Dilly, kauf ich mir jetzt noch was? Wir kaufen uns jetzt hier nochmal an das Teil-Item oder auf jeden Fall eine Mana schon mal für Morellos. Geht in meine Ult. Vielleicht kann man damit jetzt noch ein Play machen, weil der Draven ist ja eigentlich schon so
so weit, dass der die beide ziemlich gut one-shotten können. Ich kann mich jetzt nur auf dem inneren Kreis bewegen, richtig? Oder ist das der? Naja, ist ja okay, ist ja mal gut. Oder? Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Ult jetzt hier funktioniert. Kann ich mich jetzt nur auf dem inneren Kreis bewegen? Oder ist der innere Kreis das, wo ich mich hin. Wie groß der Radius ist, dass sich Leute mitnehmen? Sie wollen meine Schriftrolle lesen? Das wäre das Letzte, was Sie tun. Fuck. Ich wollte sie gerade noch festhalten. Naja, gut, zumindest hat sie auch ins Gras gebissen. Ich müsste eigentlich mal so langsam hier mit dem Stabszeitalter klarkommen. Abklingzeit wäre auch okay. Bisschen. Ja, komm. Bisschen Fähigkeitsstärke wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so verkehrt. Für den Anfang. Ich weiß halt immer noch nicht genau. Zusätzliches Mana, aktuelle Erhöhung der Fähigkeit. Mana erhöht sich um 15 und der Fähigkeitsstärke. Sind mir wichtig. Wie viel Fähigkeitsstärke ich pro Mana-Punkt kriege und wie viel Fähigkeitsstärke oder mit wie viel Fähigkeitsstärke die Skills hier skalieren. Da sieht ziemlich eigentlich so nach danach aus, von wegen, dass man mehr Fähigkeitsstärke braucht als Mana. Weiß nicht, weil ganz früher weiß ich noch, von wegen, da war es auf jeden Fall so, dass desto mehr fucking Mana der Dude hatte hier, desto viel desto stärker ist er. Aber dann ist auch schon einiges her. Da war, glaube ich, noch die Zeit vor den Rework. Hat die noch Heal? Fuck. Ein mieses Stück. Ach guck mal, die die W verlängert gar nicht mehr die Zeit. So, Leute, wir holen uns jetzt gar nichts. Ich will diesen großen Stab haben. Ja, über Klett weiß ich so gut wie gar nichts. Vielleicht versage ich, aber aufgeben ist keine Option. Ich weiß wohl, dass wenn die erste HP down ist, die eine HP Bar, dann springt er von seinem Vieh ab, aber wird dadurch mega ugly, weil der dann viel mehr Attack Speed kriegt und allen Scheiß. Ich reise nur mit leichtem Gepäck. Und dann zerstörte dich erst recht.
bin mir da nicht so sicher. Es wäre so viel einfacher, wenn mich das alles nicht kratzen würde. Verfolgst du mich? Segen oder Fluch? Macht das einen Unterschied? Jetzt geht doch wieder alles in der Mitte. Ja Leute, ihr merkt schon, ich bin glaube ich mega müde. Oder ich bin mega müde. Was geht bei dem übel lobenden Rice zu zerstören? Das war ganz schön worth für die. Zu diven. Der Tower lebt ja auch noch. Lol. So, jetzt können wir uns endlich mal hier den Zauberstab holen. Ja, Abklingzeitboots. Würde ich mir eigentlich auch holen wollen. Ach. Der Hexe gibt er. Okay, dann gebe ich der. Ja, Ulti mal gut eingesetzt. Weißt du, was mir fehlt? Einfach mal still stehen. Scheiß Fisch. Shit, Raven. Geronimo. Andere sind mir nur im Weg. Schon mal volle Pulle da reingelaufen. Ich hab erst gedacht, von wegen Scheiße, die tötet mich damit. Aber hat gut funktioniert. So, ich gehe eben zurück shoppen und dann flitzen wir auch Richtung Bot. Wir kaufen uns jetzt einfach die Schuhe. Komm, scheiß drauf. Jetzt haben wir getan. Wir haben es getan. Ich könnte dir sagen, was auf der Schriftrolle steht. So, aber dann müsste ich dich vernichten. Gut ist. Ja, wir stehen noch recht gut eigentlich. 1-4-9 ist für einen Supporter eigentlich, denke ich mal, gar nicht mal so bad. So wie ich das jetzt mal so einschätzen kann. Oh man, Xing macht dem 0 Schaden und der zerburstet den einfach übel weg. Wie geil das aussieht oder wie lustig das aussieht mit der AP. Kann ich nichts machen. Schreckliche Dinge stehen. Da kann ich nicht wirklich viel tun. Einige Steine dreht man besser nicht um. Bestimmen meinen Pfad. Nee. Oh shit.
gerade fesseln. Geh bei dir. Lass mich. Was ist mit dir? Warte. Was macht er mit mir? Ja, das ist ein Problem wieder. Mit dem habe ich mich so gut wie gar nicht befasst. Wo der released wurde, habe ich mir ein Video angeguckt. Hier dieses Champion Spotlight. Und seitdem nichts mehr gesehen. Und das ist ja jetzt auch schon einiges her. Ja, ich muss mir da erstmal noch ein paar Mal durchlesen, was der überhaupt kann. Und mal allgemein mal so ein paar Champions noch mal ein bisschen lernen. Ein bisschen nachschauen, aber bis jetzt, ja, muss ich erstens sagen, habe ich noch nicht wirklich große Lust dazu gehabt. Und ja, das Ding ist halt, das ist so viel. Und ich sag mal, bis wir sind ja jetzt in der Preseason, in der Vorsaison, und da müsste man jetzt erstmal gucken. Die werden ja jetzt eh noch mal ein bisschen was ändern. Dass ja, ich jetzt einfach bei den nächsten Patches dann wieder voll mit einsteige und mir die dann auch mal genauer durchlese. Machen wir jetzt hier? Wir gehen auf die Botlane. So dann machen wir jetzt. Die chillen ja immer noch rum. Wenn deine alte chillen will, ist kein Problem. Ne? Was so viel dazu. Oh, daneben geballert. Man kann so viel Macht nicht unendlich lange behalten. Keiner will alles, was diese Welt zusammenhält. So, holen wir uns jetzt hier erstmal den Tower. Rengo, geh weg da, Alter, was ist mit dir? Okay. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass der die so weghaut. Ja, wir haben Morellos auch fertig. Nee. Gegnerische Champions in der Nähe nehmen. Achso, nehmen mehr. Ne, genau, wir kaufen uns jetzt hier Rylai's. Genau. Ach, der Drake dauert noch. Er dauert noch. Ich mag meine Tragödie am liebsten im letzten Moment abgewendet. So, ja, bei Rice gefällt mir auf jeden Fall das Push-Potenzial. Der kann echt übel pushen, obwohl er nichts hat. Ne? Selbst mit kaum einem Item kann der trotzdem mega gut pushen.
Schultern lastete. Ich wollte eigentlich mein Dings, aber ich wollte den exhausten, aber irgendwie hat das nicht hingehauen. Du hättest hier, glaube ich, doch die Karte holen sollen. Rengo. Ja, shit. Ja gut, aber theoretisch können sie nicht viel mit dem Baron anfangen. Wenn wir jetzt schnell genug in der Mitte sind. Aber ich meine, klar, die können ein bisschen Luft sich verschaffen. Aber an und für sich können sie auf jeden Fall nicht wirklich durchpushen, weil die nirgendwo wirklich Minions haben. So krass, der Typ. Terminiert. Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Terminiert. Gegnerische Doppeltötung. Ass. Also der Klett scheint echt mega gut zu sein. Vor allem, wenn man sich mal so den seine HP zusammenrechnet, kommt er auch auf fast 4000 HP. Mit Schild und allen Scheiß. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die doch so viel nur geschissen kriegen hier mit dem Baron. Geht nix. Brauchen erst 1200. Segen oder Fluch? Macht das einen Unterschied? Sie wollen meine Schriftrolle lesen? Das ist Ringo. Das Letzte, was Sie tun. Oh, genau, auf eine Falle teleportiert. Das ist natürlich Skill, ne? Punktgenau die Ulti zu setzen. Mann, ey, ich glaube, das kriegen wir hier nicht mehr wirklich hin. Weil jetzt nochmal so ein Krimi wie gestern mit dem Lee Sin verpacke ich nicht. Brauche ich auf jeden Fall nicht mehr.
weil dafür bin ich auf jeden Fall schon zu müde. Ja, Leute, das können wir aufgeben. Die sind jetzt wieder zu fett. Ja, der Baron hat uns dann doch mehr das Genick gebrochen als alles andere. Nach dem Baron sind wir nicht wirklich aus dem Quark gekommen, um die Lanes zu halten. Naja, egal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Bewertung da lassen, paar Kommis da lassen und so. Ihr kennt das Spiel. Und ja, wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.